Zeitalter beginnt das Mittelalter. Der Mensch leidet nur, weil er ernst nimmt, was die Götter zum Spaß erschufen. Ja. Ja, ist nicht so interessant. Wir können die Diplomatenliga wieder rausnehmen. Haben wir noch, ja. Mach das mal so. Dann haben wir überall zwei. Gut, ich hätte in dem einen souverän werden können, aber ja, der Bonus ist nicht so wild, dass ich den jetzt unbedingt brauche. Dann nehmen wir die Diplomaten wieder raus, einflussreiche. So, das, der Rest, lasse ich das so, nehme ich noch was rein. Das ist nicht so interessant. Heilige Städte haben wir nicht. Das machen wir nicht. Das, gut. Und sind, glaube ich, momentan auch keine Handwerker. So viel. Wir haben sehr viel Gold. Das ist okay. Wir könnten die Agoge-Karte oder Manöver reinnehmen. Wir könnten Kavallerie bauen. Das wäre eine Idee. Ich würde gern Kavallerie mal bauen. Das heißt, ich nehme mal die Manöverkarte rein. Ja, er zieht sich zurück. Er schießt. Du gehst davor. So. Wieder ein goldenes Zeitalter. Wobei, ich glaube, der hatte letztens mal keins. Wir haben ein normales Zeitalter gekriegt. Eben hier auch wieder freie Forschung. Ausrichtung werden. Als nächstes nehmen wir die Verteidigungstaktiken rein, um schnell nach Feudalismus zu kommen. Ja, das nächste Sägewerk. So, was haben wir hier oben? Interessant, hier ist noch mal eine kleine Insel. Weltkongress. Abstimmung. 100% vom Ertrag, wenn ihr einen Handelsweg zu diesem Stadtstaat dieses Typs schickt. Ja, wir schicken ja momentan einen. Warte mal. Wo waren mal die Handelswege hier? Ah ne, wir haben schicken momentan niemanden, weil der jetzt zerstört wurde, richtig. Ja, dann mache ich das anders. Laventa könnte. Ja, der Kongo ist der einzige, der uns nicht mag. Dann nehmen wir mal die Religiösen rein. Und ja. Militäreinheiten durch Produktion. Danke. Das wird jetzt interessant, weil wir haben. Können sehr viele Reiter, glaube ich, jetzt bauen, wenn das durchkommt. Und das kommt durch. Das ist interessant. Das heißt, wir bauen hier gleich ein paar Reiter. So, dann hier, nächste Runde. Sondersitzung muss sie. Ja, da helfen wir gerne. Weiß nicht, ob ich da wirklich. Vielleicht gebe ich ihm mal ein bisschen was. Aber lieber ist man dabei als nicht dabei. Okay, das ist abgelehnt, da bin ich aber nicht dabei. Und können die mir helfen. Und der Campus ist fertig. Sehr gut. 3 Zeitalterpunkte. Das gefällt mir gut. Ja, wir sind schon Erster. Okay. Dann lassen wir das so. Ja. Hier
würde ich sagen, braucht man ein paar Reiter in 3 Runden Reiter. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist ja super, weil wir eben die Karte drin haben, die 50% mehr bringt und dann noch das von den hier, von der aus der Sitzung. Oh, Freundschaft mit Mansa Musa ist abgelaufen. Erneuern wir. Das ist okay. Flussüberschwemmung hier oben. Ja. Notfall verkündet. Zeitalterpunkte. Und ihr habt deine Quest für Laventa abgeschlossen. Okay. Dann gehen wir mal hier zurück. Hier bauen wir ein neues Sägewerk. Kann hier runter. Killt den Bärenschwertkämpfer. Kann hier zurück. Weiter ziehe ich hier rüber. Nächste Runde. Killt. Sehr gut, jetzt suchen wir mal, wo dieses Barbarenlager ist. Das ist ja unfassbar. Dann heilen. Und wir haben wieder Wachstum. Okay. Es lag wohl wirklich an der Loyalität. Ja, ich kenne wirklich die Loyalitätsregeln, sind mir immer ein bisschen ein Rätsel, muss ich ehrlich jetzt mal zugeben. Also, ja, das ist immer ein bisschen seltsam für mich. So, bauen wir hier die große Mauer. Wir könnten hier einsetzen. Vielleicht hier noch. 6 Gold. Ja, das weiß ich nicht. Verteidigungsboni gibt sie uns ein bisschen. Alternativ. Sägewerke, hier könnte man Sägewerk bauen. Das ist jetzt nicht so wild. Könnte ich hier den Tabak mal anschließen? Das würde ich gerne machen. Nächste Runde. Entwicklung für Söldner. Und ich würde sagen, wir brauchen direkt den nächsten Reiter. Wir haben ja. Wir haben es ja. Ja, entweder das mal ein bisschen eins mit. Kam hier runter. Ja, den schicke ich auch mal hier runter. Gut nach Wuhan. Ist der Spanier. Heilen wir hier mal. Großer Leuchtturm ist fertig. Unbekannter Stadtstaat wurde besiegt und wir haben hier oben ein Unwetter bei den Mai, bei Mansa Musa. Gut. Kommt immer mal vor. Hier die Stadt. Dürfte den auch, was die Loyalität angeht, boosten. Ja, dann kann er mal zurück. Ja, ist die Frage, was wir bauen. Monument. Dann kommen wir schneller hier an das Quecksilbern, aber ich glaube, das kommen wir eh relativ schnell ran. Das ist jetzt nicht so super wichtig. Moment könnte man auch kaufen, theoretisch. Ich würde eher auf den Handwerker erstmal gehen. Denn ich würde sagen, wir kaufen das Moment. Lass ihn hier mal stehen. Ihn lasse ich hier mal heilen.
nächste Runde. Die einen nennen es Magie, die anderen Maschinenbau. Jawohl, Maschinenbau fertig. Währung würde ich als nächstes bauen. So. Könnten wir hier. Ja, da müssen wir diese Felder bekommen. Dann könnte man einen Campus da bauen. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ja, Schutzgebiet sehe ich auch nicht. Das hier ist. Das ist alles furchtbar, was Anziehung angeht. Ja, ich würde auch hier sagen, bauen wir auch hier nochmal einen Handwerker. So, Wuhan. Es ist Monument abgeschlossen. Hier will ich auch mal Reiter bauen. Handwerker braucht es nicht unbedingt. Das hat ja noch nicht so viel angeschlossen. Hier rein. Heilen. Der kann hier zurück. Nächste Runde. Ja, weil wir das große Bad haben, ist es abgeschwächt. Das gibt auch einen Zeitalterpunkt. Interessant. Ja, stimmt. Das gibt Zeitalterpunkte. Habe ich ganz vergessen. So, Guangzhou hat, ja. Guangzhou benötigt einen Kornspeicher, hat er schon. Aquädukt. Ja, Aquädukt dann. Könnten wir theoretisch hier irgendwo einsetzen. Wäre natürlich interessant, wenn man Aquädukt setzt, ob man auch, weil man könnte ja hier einen Damm auch setzen. So. Sogar mehrere, oder? Oder ist das ein Fluss? Man könnte hier zum Beispiel ein Aquädukt setzen, irgendwo in einem Industriedistrikt demnächst. Ginge auch. Dass man ja hier, das will ich nicht, dass man hier vielleicht den Industriedistrikt setzt. Hier ein Aquädukt, hier ein Damm. Das ginge. Muss ich, aber da kann doch so viel passieren, das weiß ich jetzt noch nicht, ob man das machen sollte. Ja, heilige Stätte könnte man hier hinsetzen. Ich würde aber lieber, Reiter können wir nicht mehr bauen. Bauen wir einen Händler als nächstes. Okay, das tut gleich weh. Nee, der muss weiter hoch. Der muss zum Siedler. Reich ist nicht, wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. Ja, Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Und wir könnten jetzt sehr schnell Stadtmauern bauen. Eventuell. Ja, Muslim von Halkarnassus. Weiß ich nicht, ob ich das hier brauche. Das nehmen wir mal raus, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall aber noch weiter Truppen produzieren. Das heißt, wir nehmen die Agoge-Karte mal rein. Als nächstes. So. Dann, wir bauen weiter Siedler, das mit die Produktionskarte bleibt drin, alles sonst bleibt so wie es ist. Dann würde ich jetzt nicht auf die Eisenverarbeitung gehen. Nein,
Wir gehen direkt auf die Ausbildung. 3 Minen. Hier könnte man Minen bauen. Eine Mine sollten wir hier bauen. Das Feld würde ich auch gerne mal dazu kaufen, bevor es weg ist. Das dauert aber noch, bis die da runterkommen. Hier wird eine Mine gebaut, aber alles in 15 Runden. Das heißt, wir bauen die Ausbildung an und warten dann noch mit den Minen, bis die Minen gebaut sind. Als nächstes den Feudalismus. 6 Bauernhöfe. Ich habe einen Bauernhof. Ja, ich glaube einen. Schaffen wir 5 Bauernhöfe? Das sehe ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich nicht. Wir könnten überlegen, hier müssen wir auf jeden Fall einen Gouverneur reinstellen. Jetzt wäre die Frage, wenn wir Krieg führen, wäre Viktor interessant, weil wir können hier angreifen. Weiß ich nicht, sehe ich momentan nicht. Die sind auch, Kongolesen haben auch mehr Truppen als wir. Pingala wäre immer gut. Ja, aber der würde hier nicht so viel bringen. Den würde ich lieber hier hinstellen oder hier rein. Oder hier, also überall sonst, außer da, wo er steht. Liang wäre interessant, weil der Handwerker natürlich dann ein bisschen stärker ist. Also das, 1, 2, 3, hier noch, ja. Also ich tendiere zu Liang. Ja, eigentlich, ich würde gerne Liang nehmen. Auch weil die Stadt so ein bisschen produktionsschwach ist, habe ich das den Eindruck. Also, nehmen wir als nächstes Liang. Zuweisen. Jawohl, ersetzen. Und dann, der geht zurück nach Peking. So, und ich muss warten, bis er da ist, dann seine Boni gibt. So, dann gehen wir hier mal runter und gucken mal weiter. Hier irgendwo ist auf jeden Fall das Barbarenlager. So, eine Plantage. Jetzt können wir wieder Tabak verkaufen. Das machen wir. Und gucken wir mal hier weiter. Große Flut. Es war gut, dass wir das große Bad gebaut haben. Hier wird eine Flut nach der anderen kommt hier. So, nächste Runde. Ich glaube, bei Runde 100 mache ich mal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns dann das nächste Mal. Ja, Arena ist gebaut. Als nächstes der Theaterplatz. Würde ich den hier hinsetzen. Wassermühle. Dann haben wir mal den Kornspeicher. So, dann kann der jetzt mal hier bleiben. Das ist okay. Alles ganz gut erforscht. Gut, dann gehen wir hier hin.
nächste Runde. Ja, ist sauer, dass wir keine Religion haben. Naja, so ist es halt. So, das machen wir alles das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal hier beim Nerd. Danke fürs Zugucken.